So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop. Ich habe schon gesehen heute Nacht, was drin ist. Ich konnte nur leider kein Video machen, weil meine Frau am Schlafen war. Deshalb mache ich es jetzt erst. Das Update ist jetzt auch da. Die Surfer sind wieder online. Deshalb ruckzuck in den Shop. Und ihr seht unten, es fehlen jetzt noch 5 Abonnenten. Dann kommt die drittletzte Zahl und dann habt ihr nur noch 99 Möglichkeiten, um den Code zu knacken. Also denke ich einfach mal, dass der Code definitiv heute geknackt wird. Also ich denke mal, die, die immer reingucken werden, werden den Code heute knacken. Zweimal wurde er schon geknackt, aber ich denke mal, heute wird das dritte Mal werden. Und dann kommt selbstverständlich ein neuer Code da unten hin. Erstmal danke, sage ich jetzt schon mal für alle, die abonniert haben. Ich hoffe mal, die 400 kriegen wir heute voll. Also wie gesagt, wenn du noch nicht abonniert hast, gerne jetzt kostenlos abonnieren. Und kurze Erklärung, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Heißt, bei 400 kommt die nächste. So, dann gehen wir jetzt in den Shop rein. Ihr seht schon, ich habe mehr V-Bucks. Das heißt, ich habe nämlich bin hingegangen und habe ein bisschen was zu mir zurückerstatten lassen, weil ich definitiv die rote Ritterin haben wollte. Weil die wollte ich definitiv haben. So, dann gucken wir mal gerade mal weiter im Shop. Da ist der nette Weiß. Ist ein netter Skin, aber klar, für 800 V-Bucks darf man hier keine Special Effekte erwarten. Aber der sieht an sich recht nice aus, finde ich. Ich denke mal, der dürfte auch gut spielbar sein. Der ist so nicht zu groß irgendwie, halt einfach ein ganz normaler Skin. So, dann haben wir noch die. Ja, darf ich das jetzt sagen? Die farbige Variante davon. Hier ist einmal in Weiß, hier einmal in Braun. Dann würde ich fast sagen. Ah, das ist schwer. Ich würde. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den hier nehmen. Ach, die gibt es sogar noch in der Variante. Ach, den gibt es in 4 verschiedenen. Ah, okay. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich halt echt die Variante hier nehmen. So, das war der Skin. Dann haben wir die nette Faustball. Faustball. Bäh. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Wie immer perfekt eingebaut. Ist ganz nice, aber da ich mit Baseball überhaupt nichts zu tun habe, wäre das schon mal überhaupt nichts für mich. So, dann gucken wir weiter dazu. Die. Oh Gott, wie sieht er denn aus? Ja, das geht ja gar nicht. Ne. Also die weibliche Form geht ja noch. Aber die männliche Form geht ja überhaupt nicht. Ne. Ne, 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 ne. Nee. So, dann haben wir noch die Spitzhacke. Durchschlagender Erfolg. Warte. Oh, hört sich wieder ein bisschen matschig an. Und dann haben wir natürlich einen Kleider dazu, der Home Run. Oh, mit Musik. Oh, hört schon nice an. Also so Kleider mag ich ja eh. Hier die Kleider und die Schirmkleider. Weil die halt echt klein sind. Man sieht immer noch genug. So, das war das Baseball-Set. Dann klar, rote Ritterin, gerade gekauft. Die passende Spitzhacke dazu. Aber die werde ich mir nicht dabei holen. Weil ich weiß nicht, mit Spitzhacken, die geben mir irgendwie nichts. Da gucke ich halt einfach, was ich noch so selber im Inventar habe. Beziehungsweise im Spind. Dann haben wir die Schattenagentin. Mit passendem Rückenaccessoire. Erinnert mich so ein bisschen an die Unfassbaren. Einige werden es wahrscheinlich noch kennen. Sieht nämlich aus wie die Tochter irgendwie, nur halt ein Groß. So, passende Rückenaccessoire. Ja, wie gesagt, die passen halt eigentlich in der Regel immer nur zu dem Skin. Was hat sie denn noch für Veränderungen? Dun, 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 dun. Ich weiß nicht, ich drücke hier auf X. Ich finde das immer so verwirrend hier. Echt? Das ist die Nein, ganz komisch, ey. Also sieht sie ein bisschen aus wie so ein Schneeagentin. Nicht wie eine Schattenagentin. Aber gehen wir mal weiter. Dann haben wir Flatterhaft im Shop.
Aber nichts Besonderes in meinen Augen. Dann neue Musik, aber die will ich nicht haben. Achtung. So haben sich Computerspiele früher angehört. Stellt euch mal vor, Fortnite mit dem Gedudel. So, dann haben wir noch den Tropenschnitt. Okay. Dann das Emote gekonnt. Okay. Dann haben wir noch Billy Bones. Der ist auch oldschool, der Tanz. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Shop. Wir gehen mal kurz rein. Da ist sie. Der passende Rücken dazu. Ah, sie ist halt einfach so. Musste gekauft werden. Dann, wie gesagt, ich werde halt jetzt auch erst öfters wieder Fortnite streamen an sich. Weil FIFA ist anscheinend bei euch nicht so beliebt, aber FIFA an sich frisst mir einfach zu viel Zeit weg. Ich verbringe so viele Stunden, ich glaube, ich habe jetzt schon 100 Stunden Spielzeit. Also es ist einfach zu viel, was in FIFA möglich ist. Man versucht halt so viel wie möglich da auch zu machen. Ja, aber es ist halt einfach zeitlich gesehen ein bisschen zu viel. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit dem Shop. Gebt nicht so viel Geld aus, vergesst nicht zu abonnieren. In dem Sinne, haut rein.